The freedom of thought, uncaged rage, so pure its end is forever, from forever, together, a philosophia. Me voy a permitir yo nada más que una pregunta primero, con perdón la mala educación. Y la pregunta mía es: ¿por qué se publicaron los cuadernos negros con ese título en vez de publicarse como notas de taller? Sie sind zunächst einmal mit den Begriffen Überlegungen und Anmerkungen veröffentlicht worden und nur im Untertitel schwarze Hefte. Hintergrund ist, dass mein Großvater, die schwarzen Hefte sind in den bisherigen Bänden 94 bis 98 mit dem Titel Überlegungen und Anmerkungen veröffentlicht worden. Schwarze Hefte ist nur der Untertitel. Sí, pero ¿por qué cuadernos negros? ¿Por el subtítulo? No era de él. Weil sie geschrieben worden sind in einem in den Notes. In schwarzen okay. Heften, nur der Einband ist schwarz. Okay. Das, bei Hannah Arendt sind sie übrigens braun. Por tanto, solo el color de la libreta. Lo que pasa es que ha contextualizado, porque yo los tengo, lo he leído, y ha contextualizado un poco lo que hay dentro. Pero nada. Mit dem Inhalt hat das nichts. Es que, genau. Also ich habe auch eine Rückfrage nochmal zu der Anweisung Martin Heideggers für die Publikation. Also es gibt eine schriftliche Notiz von, also gibt, und wie viel steht dort? Denn die Texte der sogenannten schwarzen Hefte sind ja an verschiedenen Stellen verbreitet gewesen, nicht? Und eines fehlt ja, glaube ich. Also richtig ist, dass das erste Heft Überlegungen 1 fehlt. Mhm. Mein Vater hatte meinen Großvater darauf angesprochen und mein Großvater hatte damals geantwortet, er habe sie nicht zurückbekommen. Aha. Das war ein Codewort, das gewissermaßen, das mein Vater verstanden hatte, er hatte sie einer Geliebten gegeben. Mhm. Oder auch verschiedenen, das wissen wir nicht genau. Ursprünglich fehlten 2. Mhm. Und aus dem Nachlass von Dori Vietta tauchte genau. Dann das eine schwarze Heft auf. Wo sich das andere befindet, wissen wir bis heute nicht. Mhm. Hinsichtlich der schriftlichen Anweisung bin ich im Moment gar nicht ganz sicher, ob zu den schwarzen Heften, das auch in den wenigen schriftlichen Anweisungen mit drinsteht. Es herrscht aber Übereinstimmung zwischen Herr von Hermann, dem persönlichen Assistenten, und meinem Vater, dass genau diese Anweisung, die schwarzen Hefte am Ende der Gesamtausgabe zu bringen, so wie sie da liegen, vorgesehen war. Mhm. Ach so, okay. Also die Hauptquelle sind dann in dem Fall, also Erinnerungen Hermann Heideggers und Friedrich, das sind die beiden Quellen. Genau. Gibt also es noch vielleicht, weitere? Vielleicht, also ich bin mir nicht im Moment nicht ganz sicher, ob es auf einen dieser wenigen Zettel auch drinsteht, sind am Ende. Das weiß ich im Moment nicht ganz sicher. Ja. Also in der Sache bestand da aber für uns nie Unklarheit. Ja. Okay. Gracias. Gerne. Aber kann ich nur Folgendes sagen. Er ist vermutlich der bedeutendste Schüler meines Großvaters. Sie kennen sich seit Anfang der 20er Jahre. Das berühmte Bild auf der Hütte, wie sie am Sägen von Holz gemeinsam sind. Aber auch hier denke ich, Gadamer ist letztlich seinen eigenen Weg gegangen.
hat die Ausbildung von Heidegger wahrgenommen und auch, glaube ich, sehr geschätzt, aber ging dann auch seinen eigenen Weg, was durchaus im Sinne meines Großvaters war. ¿En qué año, si nos podía decir en qué año murió su abuela? Porque el año de muerte de su abuelo fue el 76, pero me gustaría saber el año de muerte, en que murió su abuela, más o menos para hacerme la idea de cuánto tiempo tuvo usted para compartir experiencia. Großmutter ist im März 1992 gestorben. Da war ich Student, Jurastudent in Freiburg. Auslegung meines Großvaters fühle ich mich nicht befugt. Da fragen wir lieber Philosophen, aber das mache ich. Dazu sage ich lieber nichts. Das ist nicht mein, ist nicht mein Bereich. Excuse me. Bueno, pues si no hay ninguna otra, a ver, por ahí, es difícil, yo sé que es difícil, pero bueno, el momento histórico que tenemos aquí, el primer Heidegger que viene a España, pues muy agradecido, ya se publicará su conferencia y hacemos un receso hasta las 12. Muchas gracias.